begrüße euch zu meinem ersten Vlog, zu meinem ersten Reisevlog, der nicht auf der Weltreise stattfindet. Ich mache nämlich noch einen Segelurlaub davor mit meinen Eltern und mit Freunden und habe keine großen Erwartungen, außer dass es irgendwie chillig sein wird. Ja, es ist mein allererstes Mal. Wir werden jetzt dann Sachen kaufen und in den Katamaran laden und dann geht es eigentlich schon los. Ich wünsche euch viel Spaß. Reingequetscht. Können wir nicht mehr So extra, but I know I'm the same. Love me in spite of my trauma. Give me what I need instead of the drama. 'Cause when it pop off, it's like oh my. All good all day, but the night we be going so hard on the flip side. So tell me what we gonna do. Du stehst da. Komm her. Was? Komm her, Mann. Was? Du stehst da. Komm her. Das ist das Klo. Und da duscht man gleichzeitig, habe ich gehört, oder wie? Ja, platzsparend ist sowas. Ja, oder? Aber wo? Was da, eine Dusche. Wo kommt das Wasser raus? Da, schau da. Ah ja. Ach du Scheiße. Okay, jetzt verstehe ich, was meine Mama gemeint hat. Mit eng? Mhm. Aber das ist, finde ich, groß. Das ist riesig, das Bett. Voll. Mit wo man was rein tut. Für alle bereit. Das ist doch geknopft. Dann habe ich jetzt keine Ahnung getroffen. Vielleicht ist das so. Der Lüftschalter. Zweite Kabine. Diese aber aha, gerne, das ist oder? Aber tight, ja. So tell me we'll be on a day, babe. I could keep that same energy. When you go low, I go low too. But you'd rather stay high, I know you. Can we stay high, babe? I'd rather be on that way. Trying to control our emotions. Ah, das ist geil. Ja, das ist ja nur mehr ein Teil, oder? More than a body to hold, baby. I wanted you, wanted us to be something more. I was so sure, let my guard down for you. Baby, why'd you have to love me like that? I gave you my heart and you tore it. Guten Morgen. Gestern hat es vorher einer geregnet, dass das alles da so war. Und jetzt haben wir das zugemacht, dass es aufgeht. Hilfe! Sag ja zu deinem Tag. Ja. Ja zu meinem Tag. Sonne, wo bist du? Wie hast du geschlafen? Ganz okay. Super Antwort. Also irgendwie war es eng, weil ich mich nicht auf dieses nasse Handtuch legen wollte. Warum regnet es da rein? Weil, was soll ich sagen? Weil es normal eingeregnet hat. Und wenn das nicht zu ist, dann ist halt ein Osterhaus. Stylisch unterwegs. Wahnsinn. Das ist wirklich. Willkommen in meinem Bad. Also, wenn man aufs WC geht, muss man zuerst Wasser reinpumpen, dann macht man sein Geschäft und dann pumpt man das alles wieder ab, damit das leichter runterflutscht. Ab und zu stinkt es da. Ja, und das Klopapier darf man nicht in die Kloschüssel werfen. Und das, was ich nie gewusst habe, dass da zwei Ventile gibt, also immer doch, dass man das irgendwo an einem Hafen entleert, an einem Container oder so, aber wo entleert man das? Ja, leider, unterwegs. Unterwegs am Meer, darum darf man ja auch kein Klopapier reinhauen,
Tagesroutine? Morgenroutine. Morgenroutine nennt man das. Hallo? Ist in der Nähe. Der Tag ist morgen. Also, es ist ein bisschen schwierig, weil es gibt so selten irgendwas zum Aufhängen. Und letztens ist mir da beim Kloputzen das Handtuch in die Kloschüssel gefallen. Dementsprechend traue ich mir da gar nichts mehr aufhängen. Ich habe mir extra so was gekauft, wo ich das alles sortiert habe und nirgends eingeben muss. Das ist ziemlich praktisch eigentlich. Extrem, was eine Frau alles mitbraucht. Das ist gar nicht so viel. Ganze Douglas. Ja. So, mein Handtuch habe ich da liegen und da. Ich habe mein ganzes Badezeug und Klopapier liegt da drinnen. Wenn ich dusche, dann, das ist meine Dusche, dann muss ich das alles ausräumen, dass das halt schnell weg ist. Dann macht man dazu und duscht. I wanted you, wanted us to be something more. I was so sure, let my guard down for you. Baby, why'd you have to love me like that? I gave you my heart. Hallo, wir sind auf Segelurlaub. Was machst du? Geh einen Schritt zurück und tanze. Ich singe, okay? Ah, was Hallo und guten Morgen. Ich mache mir jetzt einen Kaffee. Bei uns ist es so, wenn wir in einer Bucht sind, dann können wir den Strom nicht, also die Steckdose nicht benutzen. Wir haben zwar eine Kaffeemaschine. Aber die können wir nicht benutzen. Demnach werden die Kapseln geöffnet und türkischer Kaffee hier zubereitet, ja? Ja? Ja. 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 So, und ich trinke jetzt diesen Kaffee und muss halt warten, bis dann der Kaffeesatz sie beruhigt hat. So schaut Frühstück am Boot aus. Ja, mein Papa und sein Freund machen Yoga da draußen, aber das sagen wir nicht, ja. Ich habe gewartet, bis der Kaffeesatz unten ist. Was ist ein Kaffeesatz? Frag mich sowas nicht. Wie schmeckt der Kaffee sonst? Ja, kein bisschen. Ich bin spät aufgestanden. Aber was für ein Morgen. Guten Morgen. Auf jeden Fall, was ist, steht heute so an? Also wie immer werden wir wahrscheinlich frühstücken und dann werden wir uns auf den Weg machen und zu einer anderen Bucht fahren oder zu einem Hafen. Vorher springen wir ins Wasser oder der Herr. Was gibt es für mich zum Frühstück? Fisch aus dem Meer. Und für mich gibt es, glaube ich, Müsli oder so. Also für mich gibt es auch Müsli. Hab dich lieb. So, damit ich euch Real Boat Life sage, man kann es halt leider nicht kontrollieren bei 8 Personen auf einem Boot. Ich habe versucht, es da aufzuräumen und meine Sachen unter Kontrolle zu halten, aber ja, ist relativ schwierig, deshalb that's life. Schaut von außen her, außen hin, hui. Aus, aber innen pfui. Naja, egal. Es ist Urlaub. Man muss ja auch nicht alles immer perfekt geordnet und sauber haben. Ich schaue aus wie der Terminator. Die Leute sind verrückt hier. Aber Yoga, hey, eigentlich hätte ich auch Yoga mitmachen können. Hallo, ich bin Jenny und bin am Segelboot. Hi, Jenny. Okay, nochmal ganz normal. Hallihallo vom Katamaran. Es ist mein erstes Mal segeln da und segeln hat Vor- und Nachteile. Wir sind gerade auf dem Weg nach Bratsch, von Hvar nach Bratsch und wir stehen dann meistens auf irgendwelche Buchten immer. Wir waren, glaube ich, nur 2 Nächte in einem Hafen und ich finde Hafen eigentlich auch nicht so schlecht, weil dann kann man immer spontan flüchten. So ist man irgendwie zu 8 gefangen. Aber ist ja nicht so schlimm. Also es ist jetzt mal... Okay, der Herr, lass mich nicht reden, bitte. Was möchtest du? Glas oder... Was? Dose. Glas. Ich hätte jetzt Glas für Hops genommen. Er mag lieber aus der Dose trinken. Also mittlerweile ist es schon die 2. Urlaubswoche. In der 1. war Olivia mit und in der 2. ist jetzt Whisky mitgekommen. Ich bin mit meinen Eltern segeln. Und mit Freunden, also wir sind eben zu 8. Es ist ein sehr
actionreicher Urlaub. Ich habe mir nicht so actionreich vorgestellt, wie es eigentlich ist. Ich habe mir gedacht, das ist so Luxus und chillig und da liegen und da am Hafen ankommen. Aber man muss schon richtig anpacken, weil wir nämlich keinen Skipper haben, sondern mein Dad einen Skipperschein hat und der Freund eben. Und die machen das alleine, sind aber trotzdem halt irgendwie jetzt Anfänger. Und da sind uns schon ein paar Fauxpas passiert. Darum sage ich actionreich, wir müssen alle damit anpacken. Vor allem ist das Meer manchmal unkontrollierbar. Jetzt sind voll schöne, leichte Wellen. Aber in der ersten Woche da hättest du dabei sein müssen. Das war, da waren solche Wellengänge. Und wir haben Hops für uns entdeckt. Kein Product Placement, aber uns schmeckt das so gut. So unser Urlaubgetränk. Aber das ist Maracuja. Ja, das stimmt. Das ist für ein Viech gerade, Alter. Boah, ich will gerade schreien, Schatz, da ist irgendein Tier da oben. Bist du Körper, ich bin das Tier. Ich hab das schönste Herz von allen Tätowierten. Wahnsinn. Von wem ist das gemacht? Von so einem kleinen Prinzessin. Von mir. Eine kleine Prinzessin. Oh. Und du würdest es gleich wegwischen. Kannst du einen Köpfler? Ja. Zehn vor drei. Zehn vor drei. Was ist hier? Ja, Mann! Thought I was smart than nobody to hold, baby. I wanted you, wanted us to be something. I was so sure. Let my guard down for you. Baby, why'd you have to love me like that? I gave you my heart and you tore it apart. So, das war mein Segelurlaub. Und das Ziel meiner Videos ist es ja, mit euch meine Learnings zu teilen und meine Erfahrungen und im besten Fall irgendwelche Erkenntnisse, die euch auch weiterbringen. Was man auf so einer Reise lernt, ist definitiv zu improvisieren, sowas wie Kaffee kochen, nicht mit so viel Strom auszukommen, mit den Leuten klarzukommen, die auf dem Boot sind. Man ist ja doch sehr auf engstem Raum die ganze Zeit zusammen und man muss auch rücksichtsvoll sein, hat halt wenig Platz auch für Privatsphäre. Und was mir ganz besonders gefallen hat, war die Natur. Also, dass man quasi ein schwimmendes und immer bei sich habendes Haus hat und egal, wo du stehen bleiben möchtest, kannst du quasi stehen bleiben, dir Buchten ansehen und ja, mit der Natur einfach. Okay, ich will jetzt nicht zu spirituell oder so wirken, aber Einklang sein. Für mich noch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass es nicht so ein chilliger Urlaub war, sondern für mich ist Urlaub eher, wenn ich mich hinlege und wirklich so komplett fallen lassen kann. Und das war eher so ein Abenteuer, also mit mehr Action, was überhaupt nicht schlimm ist, aber habe ich mir vielleicht ein bisschen anders vorgestellt. Falls ihr auch so einen Segelurlaub machen möchtet, dann wisst ihr Bescheid, dass es mehr Action ist als Chilli-Milli. Ich glaube, da muss man wahrscheinlich auch erfahrener sein, bis man irgendwann mal dieses angenehme, chillige Gefühl hat und ja, das ganz anders genießen kann. Ist ja, wie gesagt, auch mein erstes Mal gewesen. So, Dankeschön fürs Zusehen und alles. Bye, bye.